Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir wollen heute mal ein vermutlich hochwertiges Kürbisschnitzset testen. Ich habe dafür noch 26 Euro bezahlt. Derzeit ist es aber auch, ja, jetzt kostet es 17. So schnell kann es gehen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, bleibt dran. So kam natürlich üblicherweise rucki-zucki an, wie man das so von Amazon Prime kennt. Link ist hier übrigens in der Beschreibung, wenn ihr euch denn mal anschauen möchtet. Wie gesagt, jetzt könnt ihr noch sparen, 17 Euro. Ich habe es für 26 gekauft, die Idiot. Also, was haben wir jetzt da so drin? Einmal haben wir hier so kleineres Werkzeug. Gucken wir uns gleich genauer an. Dann haben wir hier für die gröberen Sachen Werkzeug anscheinend. Noch gröber. Ein Becherchen. Ein Becher, optisch ansprechend. Und Papier. Ansonsten hier ist nichts weiter drauf. So, dann gucken wir uns mal das ganze Papier hier an. Ah, sind Schablonen. Ja. Kann man genauso übertragen wie im Video zuvor zu sehen. Ja, man könnte jetzt eben mal ausschneiden. Hier alles was Schwarzes ausschneiden, aufkleben auf den Kürbis und dann einfach nachzeichnen. Genau, wie man da vorgeht. Das seht ihr in dem anderen Video von uns. So, jetzt ist leider nicht beschrieben, wofür das ganze Zeug hier da ist. Wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Erstmal die Probe. Also hier so eine Säge. Sicherlich um den Deckel abzuschneiden. Und auch so für die gröberen Sachen. Hier, die ist sicherlich, oder der Löffel hier ist sicherlich für, um den auszuhöhlen, den Kürbis. Hier, damit kann man wunderbar Ecken rausholen, so wie es aussieht, ja. Was natürlich cool ist, ist hier der Becher. Das war bei dem anderen Schnittset nicht dabei. Da habe ich wenigstens alles so ein bisschen beisammen. Hier sind auch direkt Löcher drin, also man kann sich das auch schön anhängen, wenn man das möchte. Dann kommen wir jetzt zu dem feineren Werkzeug. Ich habe da auch so ja schon Schutz drauf. So. Aber ich sehe gerade, also die Dinger hier, die ich hier einsortiere gerade. Die sind dann Tatsache zum Anhängen. Und der Becher ist dann wirklich für dieses Zeug. Gucken wir uns mal weiter an. Also hier haben wir noch eine Säge. Noch eine Säge. Ein bisschen kleiner als die andere. Das war bei dem anderen Werkzeug auch so. Aber hier hast du viel mehr. Oh, das ist gut. Wenn du mal ein bisschen was breiteres, aber oberflächliches rausholen möchtest. Ja. Und das Ganze nach. Oh ne, das scheint dann doch ein bisschen schärfer zu sein. Ja. Sehr gut. Ah! So, dann gucken wir uns mal an, was denn in diesen Becher rein soll. Also diese feineren Sachen hier. Also, es wirkt so wie vom Waffenreinigen. Ja, also, um wirklich kleineren Staub, so Dreckreste, Rußreste hier zu entfernen. Hier, das ist schon wichtiger hier, so skalpellmäßige Sachen, ja. Hier auch mal hier Bogen. Ja, sind ja ganz, ganz verrückte Sachen dabei. Ja, das ist so für ja, so ein Skalpell. Das ist wirklich wichtig. Also, das würde ich schon cool finden. Aber das ist hier, damit kann man halt verschiedene Formen so rauskratzen. Ja, einfach bloß so immer rein in den Kurs und einmal lang. Das probiere ich dann nachher mal aus. Also, so stelle ich mir das vor.
testen das ja halt mal. Hier haben wir wieder so ein Skalpell und hier auch. Was halt wieder so eine Rundung raus, ja. Genau, das war auch schon. Nein, das heißt, das war auch schon. Das ist schon sehr viel. Ich werde jetzt erstmal einfach nur mit dem Zeug, was ich jetzt hier zur Verfügung habe, einen Kürbis schnitzen. Und ja, lass mal gleich mal eins ausprobieren. Das war das hier. Ja, ist jetzt. Also, ging wunderbar. Ich habe da jetzt einfach mal ein Stückchen rausgeschnitten. Mit einfach bis lang gezogen habe. Jetzt mache ich keine Sauerei natürlich, gibt ja Ärger. So. Probieren wir mal dasselbe mit ihm hier. Wunderbar. Kann man nicht meckern. Also, das ist echt kein Problem, das ist auch echt scharf. Also, kein Kinderspielzeug, ja. Hier kann man einfach so ihn mal so lang ziehen. Oh, schön versagt. Also ihn mal so lang ziehen. Und ja. Cool. Na, wird wahrscheinlich ratzifatzi. Eben mal zum Verständnis. Ich werde jetzt einfach bloß ein Gesicht machen. Ihn mal hier so ausschneiden. Dann hülle ich das alles ihn mal aus. Dann probiere ich hier alles ihn mal aus. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, ich habe hier mal eine Stunde dran rumgespielt an dem Ding und ja, sieht man ja hier, ja. Da sind echt Dinger dabei, die sind echt zu gebrauchen. So sieht er echt blöd aus, finde ich. Ist egal. Ja, da sind echt Dinger dabei, die kann man gut gebrauchen. Da sind aber auch Dinger dabei, die sind meiner Meinung nach ja nicht zu gebrauchen. Also ich finde, man hätte ein, zwei, drei Sachen einfach weglassen können, die so wie der Pinsel oder ja der dritte Skalpell, sag ich mal. Diese ganz feinen Sachen, die können meinetwegen auch wegbleiben. Ja, ich würde dem Ganzen 4 von 5 Sterne geben. Einfach weil der Preis. Also man kann den Preis ruhig noch ein bisschen drücken, indem man einfach ein paar Sachen weglässt. Zum Beispiel brauche ich das Ding nicht hier. Den schon, das ist schon ganz cool. Damit kann man schöne Linien ziehen quasi, Breite. Genauso wie das Ding war auch ganz cool. Und das Ding ist auch gut. Zum Beispiel brauche ich nicht. Das 10. Skalpell. Also hier habe ich einen Halbrund und hier habe ich einen Halbrund und wieder so eine Art Skalpell, Messer. Ja, also das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und das Ding braucht man ja nun wirklich nicht. Ja, also das ist ja wunderbar. Wofür das Ding jetzt genau gedacht ist, weiß ich auch nicht genau. Also habe ich nicht gebraucht, habe ich benutzt, aber ja, weiß nicht. Die beiden Sägen sind sehr gut. 1A, der Löffel auch richtig geil. Wunderbar. Ja, Piekdings. Mit dem Piekdings habe ich halt ein paar Löcher in den Kürbis direkt gemacht. Lässt mehr Luft drin und scheint da halt besser. Das Ding war auch cool. Und das Ding kann man auch gut gebrauchen. Also alles, was hier grob mitgeliefert wurde, kann ich gar nicht richtig drüber meckern. Und ein paar Sachen von diesen feinen, ja, muss nie sein. Könnte man sich vielleicht, könnte man den Preis noch ein bisschen drücken. Der olle Becher, der ist jetzt cool. Und jo, also wie gesagt, 4 von 5 Sterne. Die Qualität ist aber sehr hoch, also besser als bei dem vorher. Aber das vorher hat auch bloß 9 € gekostet. Dafür habe ich jetzt 26 bezahlt oder so. Kein Moment. Genau, ich habe 26 bezahlt. Und wenn er jetzt hier unten auf den Link klickt, dann bezahlt ihr nur noch 16, 99, also 17. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schreibt mal einen schönen Kommentar. Und vielleicht kennt da jemanden, den das Video gefallen könnte, dann teilt er das mal. Und genau, abonniert den Kanal, Leute. Das ist das Wichtigste. Wenn er das jetzt nicht macht,
Dann verpasst er wieder ein paar Videos. Das wäre echt blöd. Ciao. Bis demnächst.